Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich mit dir über das Thema Schmerz sprechen, und zwar emotionaler Schmerz und wie dein größter Schmerz, deine tiefste Verletzung im Grunde genommen eine ganz starke Einladung sein kann, in die Selbstliebe zu kommen. Mein Name ist Silvia Hake, ich bin Diplompsychologin und Buchautorin und Expertin zum Thema Selbstliebe. Und wie komme ich dazu, jetzt über dieses Thema zu sprechen? Denn es war für mich tatsächlich selbst der Schmerz, der emotionale Verlustschmerz, Liebeskummer, die große Einladung. Und diese ganze Reise hat schon vor 20 Jahren begonnen, also schon länger als vor 20 Jahren. Und ich habe damals wirklich noch eben Psychologie studiert und hatte eben tatsächlich wirklich wahnsinnigen Liebeskummer und habe gespürt, jetzt ist es an der Zeit, jetzt muss ich was verändern. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du irgendwie so das Gefühl hast oder dich immer wieder auch in denselben Beziehungsmustern erlebst, ja, immer wieder an denselben Punkten scheiterst, immer wieder an denselben Punkten enttäuscht wirst oder einfach nicht weiterkommst, dass du was verändern musst, ja, und es ist ganz tief in uns drin etwas, was da wirklich schreit, ja, nach Liebe, nach Erlösung und nach Befreiung vor allen Dingen. Denn jeder Mensch, der sich nach Liebe sehnt, ganz tief nach Liebe sehnt, ist auch in der Lage, Liebe zu geben. Und wo sollen wir denn bitte anfangen als bei uns selbst, ja? Die Selbstliebe ist sozusagen der Beginn einer positiven Beziehung, die wir mit uns selber führen. Und es bedeutet nicht, in so eine Selbstüberhöhung oder in eine rosarote Welt sich zu flüchten, sondern es bedeutet, dass wir lernen, uns eben auch mit unseren größten Schmerzen anzunehmen. Meistens ist es so, wenn die Leute zu mir im Coaching kommen oder auch in die Seminare, dass wenn sie an den Punkt des größten Schmerzes kommen, dass sie eigentlich nur einen Wunsch haben, das soll vorbeigehen, das soll aufhören, es soll nicht mehr wehtun, mach das weg, das soll weg. Ja, und so sind eben oftmals auch unsere Eltern und Großeltern mit diesen ganzen emotionalen Verletzungen umgegangen, die wir als Kinder hatten. So können wir allerdings nicht in die Herzöffnung kommen, so können wir nicht in die Selbstheilung kommen. Dieser große Schmerz, den du jetzt vielleicht spürst, vielleicht hast du einen Menschen verloren, vielleicht hast du Enttäuschungen erlebt, vielleicht hast du Ängste, vielleicht sind es Versagensängste oder auch allgemeine Ängste. Vielleicht ist es ein innerer Kritiker, der dich unglaublich quält. Vielleicht ist es tief in dir ein Gefühl, dich selber nicht annehmen zu können. Viele empfinden auch ihren Körper als hässlich, ja, als nicht liebenswert, sich selber nicht zu mögen, wenn sie in den Spiegel schauen. Manchmal sind es aber auch ganz knallharte Enttäuschungen, dass Menschen uns verraten, verlassen, verkaufen, fallen lassen, belügen, ja, oder dass wir uns selber enttäuscht haben, dass wir uns klein machen. Deshalb lade ich dich mal ein. Wenn du dieses Video jetzt angeschaut hast, angeklickt hast, hast du ja vielleicht auch einen Schmerzpunkt, der dich jetzt gerade sehr beschäftigt. Vielleicht war auch schon einer dabei, den ich jetzt gerade genannt habe. Und meistens ist es so, wenn wir über diese Dinge sprechen, ja, dass schon so die ersten Wallungen kommen. Ja, du hast vielleicht das Gefühl, du könntest jetzt so vielleicht gleich in Tränen ausbrechen oder du kriegst vielleicht schon den ersten Kloß im Hals. Oder so diesen Stein im Magen, ja, also jeder spürt das auch anders, ja, dieser Schmerz, diese emotionale Verletzung, diese Einsamkeit, diese vielleicht unendliche Trauer in einem Verlust, diese Wut, die Einsamkeit vor allen Dingen auch in vielen Situationen, ja. Die haben manchmal so eine Qualität, dass wir das Gefühl haben, wir können das nicht überleben. Wir können diesen Schmerz nicht zu Ende fühlen, weil er uns einfach so überwältigt. Und ich kann dir wirklich sagen, aus eigener Erfahrung, diese Momente, ja, wenn ich mich wirklich mit meinen emotionalen Verletzungen
bleibt ganz authentisch und verletzlich verbunden habe, dass das die größten Heilungsmomente waren, die größten Durchbrüche. Das sind die Momente, wo ich mich mir selbst am nächsten gefühlt habe. Ja, weil dann hört dieses Versteckspiel auf, dann hört dieser Kampf auf, dann hört dieses ständige Unterdrücken dieser Gefühle auf, ja, weil wir so viel Kraft aufwenden müssen, um diese Gefühle zu unterdrücken. Deshalb lade ich dich auch gleich schon mal ein, wenn wir jetzt so über diese emotionalen Verletzungen sprechen. Ja, nimm mal ein paar tiefe Atemzüge. Ich bin hier an diesem wunderschönen Bodensee. Ja, das sind so Plätze, wo auch so das Herz aufgeht. Ja? Du kannst auch rausgehen auf den Berg und in den Wald, wo du mal richtig durchatmen kannst, mal richtig dir Raum geben kannst, weinen kannst, schreien kannst. Manchmal hat man auch das Gefühl, man würde im Prinzip im Moment des Schmerzes am liebsten kollabieren, am liebsten im Boden versinken. Manchmal fühlt es sich an wie Sterben oder wie ein schwarzes Loch, in das wir hineinfallen und wo es irgendwie scheinbar keinen Ausweg mehr gibt. Und dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass dieses schwarze Loch tatsächlich einen Boden hat. Du kommst an. Du kommst irgendwann auf den Boden an. Ja, der Schmerz ist nicht unendlich. Er kann sich so anfühlen, aber er ist wandelbar. Und das bringt uns wieder einen ganz neuen Blick, eine ganz neue Perspektive auf dieses Thema. Und das habe ich selber auch erfahren dürfen in diesen Momenten des tiefsten Schmerzes. Das war manchmal sehr, sehr paradox. War ich auf einmal ganz nah meinem Herzen, ja, meiner Liebesfähigkeit. Und die Tränen, die vielleicht in einem Moment geflossen sind, waren dann im nächsten Moment nicht mehr schmerzhafte Tränen, sondern wie so eine süße Melancholie, wie so eine erlösende, traurige Träne, eine erlösende, angenehme Trauer. Es gibt nämlich auch in dem Erleben der Trauer unterschiedliche Qualitäten. Ja? Dieses Krampfhafte, dieses Kämpferische, dieses Trotzige. Oder wenn wir uns ganz hingeben, das hat sehr viel mit Hingabe zu tun, uns ganz unserer eigenen Verletzlichkeit widmen, liebevoll auf das innere Kind schauen, dann entsteht Heilung. Und plötzlich kann so eine riesengroße Herzöffnung passieren, ja? Dass du das Gefühl hast, ey, ich könnte die ganze Welt umarmen. Ja? Es ist so viel Liebe in mir, ich könnte wirklich platzen. Ja? Und das ist nämlich genau das, wovon wir uns dann nämlich abschneiden. Wenn wir an dem Schmerz festhalten, wenn wir an diesem Kummer, an dieser Verletzung festhalten, dann schneiden wir uns von unserem eigenen Liebespotenzial ab. Wenn du aber bereit bist, dich deinem Schmerz zu widmen, dann kann wirklich wie so eine Blüte, eine Knospe aufgehen, wo du plötzlich nicht mehr in diesem Mangel nur bist, sondern wo du dich auch als Quelle der Liebe selber wieder entdeckst. Und das ist sehr, sehr paradox und ich habe wirklich das immer wieder erlebt, dass es gerade in diesen Momenten ist, wo der Schmerz am tiefsten zu spüren war, dass es wie sich umdreht. Auf einmal geht die Tür auf, einmal dreht sich das, auf einmal geht die Blüte auf. Und das ist so ein schöner Moment. Und das erreichen wir nur durch Authentizität, durch Mut zur Verletzlichkeit und auch durch dazu, dass wir eben zu diesen Tränen stehen, ja, zu unseren Schwächen, zu unseren Schatten. Und ich habe jetzt vor dem Video auch noch mal 4 Karten gezogen von einem wunderschönen Kartenset und ich zeige das nachher noch mal. Und die erste Karte dreht sich um das Zuhören. Das ist von einer wunderbaren Künstlerin aus Kanada, die eben auch aus Treibholz Figuren schnitzt. Ich habe jetzt hier mal eine Karte schon mal. Das ist wie so eine, ja,
kleine Meerjungfrau in einer Schnecke drin und da geht es um das Zuhören. Und das ist nämlich genau das, was uns oft vorenthalten geblieben ist. Ja? Dass wenn wir wirklich in diesem Schmerz waren als Kinder, aber auch als Erwachsene, dass das oftmals gar keine Zeit war. Ja, so nach dem Motto, jetzt stell dich nicht so an, ist das Knie aufgeschlagen, gut, Pflaster drauf und weiter. Ja, viele Eltern sind so pragmatisch und das ist jetzt ein harmloses Beispiel, aber es gibt natürlich viel, viel tiefere Verletzungen, auch emotionale natürlich, die Kinder erleben, wo dann auch keiner ein Ohr hat. Das heißt, wenn du wirklich von diesem Schmerz in die Selbstliebe kommen möchtest, dann hör dir selber zu. Schenke dir ein Ohr, hör mal auf dein inneres Kind, was es dir zu sagen hat. Und erwarte nicht immer, dass andere das tun. Das ist zwar eine unglaublich tolle Unterstützung, also es kann auch jemand sein, der erstmal diesen Raum gibt, der einfach nur zuhört, diesen Raum öffnet für dein Thema. Aber das kannst du auch selber. Manchmal ist es auch gut, einfach das mal aufzuschreiben, ja? Also was beschäftigt dich, was hat dich so verletzt? Dir zuhören. Dann habe ich die Karte gezogen, die Erinnerungen. Und wir haben hier eine wunderschöne Frau, eine Indianerin mit Tränen, einem Tränenmeer. Ich habe ja sehr viel schon über Tränen gesprochen. Das passt eben auch sehr, sehr schön. Und das ist auch eine sehr schöne Karte. Erinnerungen lassen uns weinen und lachen. Das ist genau das, was ich beschrieben habe. In dem Weinen können wir auch wieder ganz stark auch an die Freude, an die Lebendigkeit, an die Liebesfähigkeit wieder herankommen. Und auch wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal an, du hast wirklich jemanden verloren und du bist in diesem Trauerschmerz, dann erinnere dich auch an die schönen Dinge, erinnere dich an die schönen Momente. Es ist nicht alles nur negativ. Ja, und in diesen schönen Erinnerungen können wir dann auch wieder diese Kraft schöpfen, die uns hilft, mit diesem Schmerz fertig zu werden. Ja? Also im Sinne, dass wir ihn nicht mehr bekämpfen, nicht mehr wegmachen wollen, sondern dass wir das integrieren können, sagen können, ja, das ist meins, das ist Teil meiner Biografie, Teil meines Lebens, meiner Entwicklung. Ja, und Erinnerungen sind sehr, sehr machtvoll. Ja, dann kommen wir zur dritten Karte. Das ist auch sehr, sehr interessant. Das ist hier auch nochmal so eine kleine Meerjungfrau in einer Schnecke. Finde ich auch ganz, ganz kunstvoll. Das ist die Karte Gebet. Viele von uns haben ja auch ein ganz völlig falsches Verständnis vom Beten. Ja, also, dass wir um irgendwas bitten müssen oder betteln müssen. Und in den traditionellen Kulturen dieser Welt ist Gebet oft ein Sprechen vom Herzen. Ja? Also setz dich raus unter einen Baum oder wenn du sehr religiös bist, auch in eine Kirche und sprich wirklich ein Gebet. Aber mal wirklich ganz anders, nicht aus irgendeinem Buch rezitieren, sondern sprich von Herzen, sprich von deinem Schmerz und bitte auch darum, dass dir ein Weg gezeigt wird, ja, wie du diesen Schmerz heilen kannst. Wie du ihn lindern kannst, wie du wieder in deine Herzensqualität kommen kannst. Und in diesem Moment, wenn wir so ein Gebet sprechen, ist es sehr, sehr machtvoll. Und es kann wirklich Wunder bewirken. Und das kann einfach auch die Situation in dein Leben rufen, die dir jetzt dann genau helfen, diesen Schmerz zu heilen. Dann haben wir die letzte Karte. Das ist sehr interessant. Das ist auch eine indianische Figur in einer gebenden Position. Und da geht es um das Anbieten, das Geben, also welche Talente, welche Gaben du hast. Das ist nämlich genau das. Wenn wir aufhören, uns nur noch über diesen Schmerz zu definieren, über diesen Verlust, diese Verletzung, kommen wir wieder in unsere Herzensqualität, dass wir auch der Welt was schenken. Ja, Liebe schenken, deine kreativen Talente und Gaben. Und das ist so ein schöner Moment, wenn wir wieder in Kontakt kommen mit unserer inneren Fülle. Ja, und in diesem Sinne freue ich mich, wenn ich dir mit diesem Video helfen konnte. Weitere Informationen zum Thema Selbstliebe findest du auf der unten eingeblendeten Webseite. Und wenn du ganz, ganz tief eintauchen möchtest in dieses Thema, melde dich an zu unserem Online-Kurs, die 12 Schlüssel zur Selbstliebe. Und da begleiten wir
viele, viele Menschen genau auf dieser Abenteuerreise. Bis bald. Alles Liebe für dich, deine Silvia.